absolut positiv. Wir haben ja einmal eine super Trainingswoche gehabt. Wir haben hier ein Bombenwetter gehabt. Wir haben einen überragenden Trainingsplatz gehabt, ein tolles Hotel. Ich glaube auch für die Spieler, die haben auch eine gewisse Wohlfühloase hier gehabt. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Und das Wetter, was natürlich dazu kommt, ist natürlich dann noch top, wenn man hier mal in der Sonne nachmittags ein bisschen sitzen kann und einen Kaffee trinken kann. Ich glaube auch, dass beide Testspiele sehr gut ins Konzept gepasst haben. Die Gegner, die wir hatten, haben beide sehr defensiv gespielt. Wir haben Spiel im letzten Drittel trainiert. Viele Umschaltmomente trainiert offensiv. Im ersten Spiel hat offensiv sehr vieles gut geklappt, defensiv eher weniger. Das sieht man auch am Ergebnis. Und im zweiten Spiel haben die Jungs sich dann auch wieder fokussiert und hat deutlich gesehen, dass sie es besser können. Deswegen ist das rundum aufgegangen. Und ich glaube auch, dieser Zusammenhalt, den wir wieder hier geschult haben, ist total top, wie die Jungs auch damit umgehen, wie sie es immer wieder auch vorleben. Und deswegen, wie in den letzten drei Jahren auch, wieder eine Top-Woche gehabt. Ja. Bestandteil eines solchen Trainingslagers sind auch Gespräche mit den Spielern, mit den Beratern. Es geht um Verträge. Wie ist das gelaufen? Man muss sagen, also bis Donnerstag waren wirklich unheimlich viele Berater da. Auch jetzt nicht nur, wo man sagen, von unseren Spielern, die waren schon da, mit denen man dann natürlich auch Gespräche geführt hat. Aber es waren so, also gefühlt, sag ich mal, war es noch nie so stark vertreten, also mit den Beratern wie jetzt in diesem Jahr. Aber wir haben, ich habe schon den Eindruck, dass wir da auch ein paar gute Sachen dabei hatten. Also man kann sagen, dass man sich mit René Guda und Markus Ballmert oder auch mit Leo Bredol oder Mathis Haßmann, dass man da schon, würde man sagen, auch mit den Beratern, die Berater waren dann auch da, dass man da schon irgendwo einen Schritt weiter ist und dass ich da auch guter Dinge bin. Das ist natürlich bei den, ich sage jetzt mal, ja, Wackelkandidaten will ich das nicht aus, aber es sind schon, wir haben natürlich schon Spieler dabei, die auch gerade in dieser Saison oder auch in der letzten schon auf sich aufmerksam gemacht haben. Und da sind die Gespräche natürlich, die Jungs wollen erstmal abwarten, gucken, wo die Reise hingeht. Und vielleicht können die Jungs das auch selber beeinflussen, weil ich glaube schon, wenn wir einigermaßen erfolgreich sein werden, sollte man, also unser Ziel ist, die Truppe zusammenzuhalten, könnte man dem vielleicht ein Stück näher kommen. Alles ist möglich. Wir haben gegen keinen von oben verloren. Wir haben alle zu Hause noch. Und wenn wir, ich sag mal, jetzt auch gegen wissen, dass das Waldhof auch mit der Vorgeschichte, also ich sag mal, jeder erinnert sich an das geilste Erlebnis in den letzten drei Jahren oder vier Jahren. Es hängt viel davon ab, wie wir starten. Wenn wir die ersten beiden Heimspiele gewinnen sollten und auch, ich sag mal, auch das Emsland da wirklich auch, es ist immer wichtig, dass wir, ich sage nicht, ob es ausverkauft ist, aber dass viele Leute da sind, die uns dann auch nach vorne peitschen können, dann sollten wir das positiv gestalten. Glaube ich, ist wirklich alles möglich.